Willkommen zurück zu Pokémon Sonne. Ja, ich muss irgendwie wieder zurückfinden. Jetzt hatte ich gerade eine 20-minütige Unterbrechung. Aber ich bin mir sicher, wir finden hier schon wieder rein. Das fällt nur so vor, so 6 Parts aufzunehmen und dann morgen halt nochmal 3 Stück. Wenn ich die Zeit dazu finde. Dann habe ich wieder ordentlich vorproduziert. So, jetzt kämpfen wir erstmal hier gegen diesen E-Type-Verschnitt. Ja. Was sich daran erinnert, mit der Typ mich zumindest. Ja, Pampuli haben wir absolut nichts, was da auch nur irgendwie weiterhilft. Deswegen einfach die gute alte Strategie. Sei doch nicht so fies mit dem Doppelkick. War sogar ein Volltreffer. Das hat ordentlich gezischt. Und auf einmal werde ich so müde. Liegt das an der Zitronenlimonade? Ich weiß es nicht. Ich gebe den Getränken, die ich konsumiere, immer die Schuld. Ja. Weil wir können ja mal hier auf Erstauner setzen. Ach, das ist ja so schön. Also ich glaube echt, länger als 6 Parts halte ich das nicht aus. Äther. Und dann gibt es hier noch als, wobei das war schon dieses Item. Wir sind wieder hier oben. Und hier ist tatsächlich noch ein verstecktes Item. Ist ja der Wahnsinn. Ansonsten hat sich das eigentlich schon so weit geklärt. Ich glaube, es gibt keine weiteren Trainer da unten. Dann machen wir einfach mal weiter mit Story-Zeugs da. Also es gibt ja noch tatsächlich eine Prüfung. Fällt mir gerade ein. Ich habe gedacht, da käme schon das nächste Highlight. Aber das sieht auf jeden Fall schon mal nach einem Gebiet aus, wo wir, glaube ich, bessere Chancen haben. Tag! Dabei ist es Abend, du Frau. Herzlich willkommen in meiner Prüfungsstätte, dem Schattendschungel. Ich muss schon sagen, bei dir und deinen Pokémon stimmt einfach die Mischung. Ihr erfüllt alle Voraussetzungen als Küchenhilfe. Ich meine natürlich, ihr erfüllt alle Voraussetzungen, um die Prüfung zu bestehen. Schließlich hast du... Und ich muss mal wieder schauen, dass ich hier den Bildschirm reinige. Schließlich hast du einen Glitzerstein erhalten von Kaporiki höchstpersönlich. Damit bist du qualifiziert, dich meiner Prüfung zu stellen. Der Dschungel lebt und spricht zu uns. Wenn du die Ohren spitzt, flüstert er dir das heutige Tagesgericht ins Ohr. Kannst du das hören? Der Dschungel hat gesprochen. Er will, dass ich heute etwas Besonderes koche, und zwar Maos berühmtes Spezialmenü. Zutaten: Magobeere, Minipilz, Vitalkraut und Wundersalz. Ja, glücklicherweise müssen wir uns die nicht irgendwie ertauschen, wie in einem zweiten DLC von Karmesin und Purpur. Würdest du die Zutaten in einem normalen Beutel aufbewahren, kämen sie durcheinander. Zutaten lassen sich mit Bisspark übrigens leichter finden. Ich würde einfach alles auf, ja. So, also dementsprechend wissen wir, was wir zu tun haben. Na. So, jetzt bin ich erstmal gespannt, was da von oben kommt. Achso, das ist schon wieder Imantis. Können wir ja mittlerweile. Hoffe ich doch zumindest. Aber ja, stark ist es.
Da will ich gar nichts gegen sagen, deswegen besiegen wir es auch. Weil scheint es auch nicht mehr so den großen Unterschied auszumachen. Bekannte Attacken verhalten. Sehr gut, Magobeere. Das ist schon mal ganz gut. Ich bin's, Maho. Eine feine Magobeere hast du da gefunden. Je größer eine Magobeere ist, desto krummer ist sie. Und je krummer sie ist, desto süßer ist sie. Noch fehlen drei Zutaten. Finde ich ganz, ganz schnell. Ja, ich spezial. Kann ich auch mitleben, aber es bringt uns halt alles nichts. Ich hoffe echt, dass hier nicht alles abgeschnitten ist. Schon wieder X-Abwehr. Schöne Sachen zum Verkaufen. In der Tat. Na, ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber ey, immerhin eine Attacke. Aber back to context. Hypertrank. Naja. Heilpuder. So. Wir sind noch nicht durch. Also ich hoffe trotzdem, dass es nicht vollkommen für umsonst war. Immer noch nicht, oh Mann. Aber hier muss es eines dieser Items geben. Ich glaube, in jedem Abschnitt sollte so ein Item drin sein. Dasselbe kruscht. So, Akub geht auf die 26.
Das ist jetzt endlich das Vitalkraut. Sehr gut. Und schon wieder ein Pokémon, das angreift. It's getting old. Ich bin's, Maro, ein feines Vitalkraut hast du da gefunden. Es ist selbst ein Pokémon erschreckend bitter, aber das gibt Gerichten die richtige Würze. Für noch zwei Zutaten, genau. X-Angriff. Weiß ich, konnte man das nicht mit irgendeinem anderen Pokémon? Taurus Rambok. Genau. Damit wird einfach alles zertrümmert. Ich habe dementsprechend noch ein Item. Großwurzel. So. Wir halten zwar eine Zutat, aber jetzt greift uns ein Riesenpilz an. Ach du heiliger Parasek! Ist das nicht sogar ein Shiny? Sieht zumindest für mich so aus, aber dem scheint nicht zu stimmen. Aber Level 22, Alter! Ja, trotzdem kein Problem für uns. Ordentliche Erfahrungspunkte für Driftlon. Das ist Bürde. Ich Bürde ist eine Geistattacke, die immerhin was bringt. Mehr als Unheilböen, deswegen vergessen wir die einfach mal. Noch eine Zutat. Hier ist er auf jeden Fall nicht. So, Wundersaat und gibt es noch irgendwie einen Angriff? Ne, tatsächlich nicht. Ich würde sagen, Leute, was mit dem Abschluss dieser Prüfung los ist, erfahren wir im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal, ciao, haltet die Unsteif und denkt daran, Freundschaft ist Magie.